Moin Leute, heute nehme ich euch mit auf einen Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Ihr könnt mir beim Fliegen des Airbus A321 über die Schulter schauen. Ich erkläre euch, wie wir im Cockpit arbeiten und mit welchen hilfreichen Features unser Flugzeug ausgestattet ist, um damit bestmöglich ans Ziel zu kommen. Viel Spaß damit! Das Flugzeug für heute ist der Airbus A321 mit dem Kennzeichen Delta Alpha India Alpha Charlie. Ein grün gestreifter A321, ausgestattet mit ein paar sehr nützlichen, modernen Funktionen, die ich euch heute mal ein bisschen genauer vorstellen und erklären werde. Erst einmal starten wir aber die Triebwerke und bereiten die Maschine für den Start vor. Ihr könnt euch vorstellen, von Palma nach Frankfurt, das war in diesem Sommer eine absolute Rennstrecke für mich. Ich bin wahrscheinlich keine Verbindung in den letzten Monaten häufiger geflogen als diese und vermutlich sind mir auch keine anderen Flughäfen so gut bekannt wie der von Palma und der in Frankfurt. Und trotzdem lassen wir auch an diesen Flughäfen nicht mehr Routine aufkommen als gewollt. Das heißt, es wird alles ganz genauso sorgfältig vorbereitet, überprüft und besprochen wie an jedem anderen Flughafen mit jedem anderen Flugzeug auch. Der Flughafen von Mallorca ist zwar nicht kompliziert, hat aber Besonderheiten, auf die wir ja achten müssen. Allen voran ein zu Spitzenzeiten wirklich ordentliches Verkehrsaufkommen. Das heißt, hier ist es dann manchmal einfach ziemlich voll. Auf dem Weg zur Startbahn lesen wir die Taxi-Checklist, bestätigen noch einmal, dass sich zu unserem ursprünglichen Briefing an der Parkposition nichts geändert hat und reihen uns dann mit den anderen Maschinen für den Start auf Piste 2-4 rechts ein. 2-4 bedeutet ein Start in Richtung 240 Grad auf der Kompassrose, also in Richtung Südwesten und damit raus aufs Wasser. Nach dem Start werden wir dann mehrere Linkskurven fliegen, die uns letztendlich auf einen nordöstlichen Kurs bringen. Ist eine sehr schöne Abflugroute, bei der man aus dem Cockpit heraus einen sehr schönen Blick auf Mallorca hat. Und jetzt aber erstmal der Start. Das Flugzeug war heute mit 210 Passagieren und knapp 9 Tonnen Treibstoff an Bord, zum Start etwa 77 Tonnen schwer und damit etwa 15 Tonnen unter dem maximalen Abfluggewicht für diesen A321. Was vor allem daran liegt, dass wir jetzt mit diesen knapp unter 2 Stunden Flugzeit heute ganz einfach nicht allzu lange in der Luft bleiben werden. Und dadurch, dass wir immer so viel Treibstoff dabei haben, damit es für die Strecke plus die ganzen Reserven, die da noch oben drauf kommen, reicht und das Flugzeug natürlich nicht einfach sinnfrei volltanken, kommt dieses Gewicht zustande. Die Abflugroute bringt uns jetzt erstmal in den Süden der Insel, dann weiter in Richtung Nordosten nach Menorca und weiter raus aufs Mittelmeer. Kurz danach fliegen wir an Marseille vorbei, zwischen Frankreich und Italien, über die Alpen, quer durch die Schweiz, über Zürich, den Bodensee hinweg, weiter in Richtung Frankfurt. Obwohl ich diesen Flug so oft mache, ist es für mich definitiv eine der schönsten Flugrouten überhaupt in Europa und deswegen auch ein Flug, den ich immer wieder sehr, sehr gerne mache. Im Anflug auf Frankfurt sind wir dann freigegeben zum Punkt Spesa. Der befindet sich im Südosten des Flughafens und ist immer wieder die Standardanlaufstelle für die aus Süden ankommenden Maschinen. Kurz nach diesem Punkt erwarten wir dann sogenannte Radar Vectors, also von der Flugsicherung vorgegebene Steuerkurse, Radarvektoren, die uns für den Anflug auf die Piste 25 links in Frankfurt ausrichten. Und auch hier gilt dann wieder, 25 steht für 250 Grad, dementsprechend also eine Ausrichtung der Landebahn in Richtung Südwesten. Und hier könnt ihr jetzt bei mir auf dem Navigation Display erkennen, nach Spesa fliegen wir auf einem nördlichen Steuerkurs ganz einfach erstmal weiter. Kurz darauf kommt dann von der Flugsicherung eine leichte Linkskurve auf 340 Grad. Gleichzeitig lasse ich mir dann von meinem Kollegen den verbleibenden Flugplan aufräumen. Das bedeutet, der schmeißt jetzt alle verbliebenen Punkte auf unserer Route raus, sodass jetzt auf meinem Navigation Display nur noch der Enternflug zu sehen ist. Und diese grün gestrichelte Linie, auf die wir da gerade zufliegen, das ist dabei die verlängerte Anfluggrundlinie auf die Piste 25 links. Und so kann ich dann als Pilot Flying bestmöglich den verbleibenden Flugweg sehen und auch die Flughöhe, die ich in der verbleibenden Distanz noch abzubauen habe, einschätzen.
Die größte Aufgabe der Flugsicherung besteht jetzt darin, uns mit all den anderen Flugzeugen hier aus verschiedensten Richtungen kommenden Flugzeugen so effizient wie möglich für den Anflug auf die zwei jetzt aktiven Landebahnen in Frankfurt aufzufädeln. Und effizient heißt hier so effizient wie nur irgendwie möglich, ohne dabei die Sicherheit auch nur minimal einzuschränken. Dafür bekommen wir, so wie alle anderen Flugzeuge hier, nicht nur unseren Steuerkurs vorgegeben, sondern auch unsere Fluggeschwindigkeit. Die ist ganz klar festgelegt von der Flugsicherung. Wir selbst steuern das Flugzeug zwar, die entscheidenden Werte für diesen Anflug kommen jetzt aber eben vollständig von den Lotsen. Und anders wäre es auch gar nicht möglich, dass die Flugzeuge im perfekten Abstand zueinander zur Landebahn geführt werden. Damit wir aber möglichst gut einschätzen und erkennen können, was die Flugzeuge um uns herum machen, sehen wir all diese Maschinen auf unserem Navigation-Display. Hier wurden wir jetzt übrigens mit einer weiteren Linkskurve auf 280 Grad auf sogenannte Intercept Heading für das Instrumentenlandesystem der 25 links gebracht. Gleichzeitig dürfen wir dann auch auf 4000 Fuß sinken, also auf eine Flughöhe von ungefähr 1300 Meter über dem Meeresspiegel. Und von dort aus wird dann der Leitstrahl beginnen und uns bis zum Boden führen. Auf meinem Navigation Display sehe ich jetzt die Flugzeuge vor uns auf dem ILS. Und die dann eben nicht nur als einfache Punkte, sondern aufgrund einer ziemlich coolen Funktion dieses Flugzeuges als wirkliches Flugzeug mit Callsign und zusätzlichen Infos. Direkt vor uns befindet sich, das könnt ihr da auf dem Display sehen, DLH239. Das ist Lufthansa 239er. Also das, was wir da sehen, ist das Callsign Lufthansa 239er. Davor dann Lufthansa 2 Whisky und davor wiederum dann Ocean 6 Victor Charlie. Das ist eine Eurowings Discover Maschine. Und jetzt seht ihr, wie ich über den Traffic Selector, das ist dieser kleine Drehknopf rechts neben meinem Primary Flight Display, das Flugzeug vor uns, also Lufthansa 239er, anwähle und dann weitere Infos über die Maschine erhalte. Ich kann jetzt sehen, wie schnell das Flugzeug fliegt. Also ich sehe die Ground Speed der Maschine. Und ich sehe das kleine M, was sich daneben befindet. Und darüber kann ich erkennen, dass es sich um eine Maschine der Wake Turbulence Kategorie Medium handelt. Also bei Lufthansa dann ebenfalls ein Flugzeug der A320-Familie. Das sind beides ziemlich hilfreiche Infos, die uns im Cockpit zu einer besseren Situational Awareness, also zu einem besseren Situationsbewusstsein verhelfen. Das ist einfach so, als hätten wir hier eine abgespeckte Version von Flightradar24 einfach direkt vorne im Cockpit mit dabei. Es geht auch ohne, aber mit diesen Infos haben wir einfach einen viel besseren Blick auf die Situation rund um unser Flugzeug. Das kann zum Beispiel ganz praktisch sein, wenn wir uns im Anflug auf einen Flughafen im sogenannten Downwind befinden. Das heißt, dass wir 180 Grad versetzt zur eigentlichen Landerichtung vom Flughafen wegfliegen. Dann können wir über diese Funktion sehr genau sehen, wann das Flugzeug vor uns dann welche Freigabe von der Flugsicherung bekommt. Und so können wir viel besser einschätzen, wann wir eventuell eine ähnliche Freigabe bekommen werden. Damit dann unseren Sinkflug etwas anpassen, unsere Fluggeschwindigkeit anpassen und ganz einfach viel besser erkennen, was um uns herum abgeht. Jetzt kommen wir dann aus den Wolken raus. Noch fliegt der Autopilot das Flugzeug ganz entspannt einfach das Instrumentenlandesystem runter. Und der Anfluglotse hier in Frankfurt übergibt uns jetzt an den Tower-Lotsen. Und dem sagen wir dann direkt mal dazu, dass wir die Landebahn 25 Left, aber auch die daneben liegende 25 Center in Sicht haben. Und da ihm das gerade so auch ziemlich gut in den Kram passt, gibt er uns jetzt frei für einen Visual Swing, also einen Sichtanflug auf die 25 Center. Die genauen Hintergründe, wieso man sowas hier in Frankfurt häufiger einmal macht, das habe ich euch schon im letzten Video erklärt. Wichtigster Punkt für uns auf der Pilotenseite ist jetzt, dass wir uns darüber erstmal einen schnelleren und kürzeren Rollweg zur Parkposition ermöglichen können. Den Rest des Anfluges fliege ich dann jetzt also von Hand und nach Sicht. Retard. Wir rollen dann nach der Landung nach rechts von der Bahn ab und können jetzt hier eine zweite schöne Funktion nutzen, und zwar das OANS, das Onboard Airport Navigation System.
Das kann vor allem an so großen Flughäfen wie Frankfurt dabei helfen, immer bestmöglich den Überblick über die ganzen Rollwege und Parkpositionen zu behalten. Die Vorfeldlotsin teilt uns jetzt den Weg über Rollweg Lima und November 3 zur Parkposition Charlie 2 zu. Diese Parkposition hier in Frankfurt ist nochmal ein bisschen was Besonderes. Warum, das seht ihr am besten gleich selbst. Erst einmal schalten wir auf dem Weg dahin jetzt noch das rechte Triebwerk ab. Das brauchen wir zum Rollen nicht mehr, die Maschine ist auch mit einem laufenden Triebwerk von ganz alleine schnell genug am Boden und so können wir jetzt nochmal ein paar Kilo Treibstoff sparen. Warum diese Parkposition jetzt besonders ist, das seht ihr jetzt. Ich roll mit dem Flugzeug jetzt erstmal dem Follow-Me-Fahrzeug hinterher. Und ihr seht schon, das geht jetzt ziemlich dicht in Richtung Wand, ziemlich dicht in Richtung Gebäude. Und ihr seht mich dabei die ganze Zeit erstens sehr langsam rollen und zweitens die ganze Zeit rechts rausschauen. Denn da steht der Follow-Me-Fahrer, der mich jetzt in die Position einwinkt. Und hier dreht man das Flugzeug jetzt auf der Stelle um 90 Grad. Rollt nur noch mal 2 Meter nach vorne und schon parkt man den A321 dann so platzsparend, wie es wahrscheinlich irgendwie nur möglich ist, in der letzten Ecke des Vorfelds. Und das war's dann. So sah ein ganz normaler Arbeitstag bei mir in diesem Sommer aus. Vor dem Rückflug nach Deutschland hat natürlich noch ein Hinflug nach Palma stattgefunden, aber sonst war das hier eigentlich ziemlich genau das, was ich in den letzten Monaten immer mal wieder gemacht habe. Und am Strich, ich bleib dabei, einfach der beste Job für mich. Fliegen ist einfach wunderschön und damit bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und tschüss.